Hallo, ich mache heute mal ein Video zum Thema Farbzusammenstellungen. Ich bin mir immer sehr unsicher, welche Wolle ich kaufen soll, was denn jetzt wirklich zusammenpasst, was gut aussieht. Und ich habe mich da jetzt einmal ein bisschen umgeschaut, was für Farben gut harmonieren. Unter anderem auch, welche Trends es jetzt im Herbst gibt, wobei das jetzt fürs Stricken oder fürs Häkeln nicht so relevant ist, weil man soll das Stück jetzt ja auch länger anziehen als nur eine Saison. Aber es hat da einige ganz gute Tipps und Farbzusammenstellungen gegeben, auf die ich jetzt vielleicht alleine gar nicht gekommen wäre. Und ich möchte jetzt gar nicht weiter rumreden, sondern ich zeige euch einfach mal die Farbzusammenstellungen. Viel Spaß dabei! Die erste Farbkombi ist Braun mit Flieder. Die eignet sich, glaube ich, auch ziemlich gut für den Herbst. Bringt ein bisschen Frische rein, Flieder. Und wie gesagt, Braun ist eine sehr schöne Herbstfarbe. Vielleicht lasse ich es einfach mit den Beschreibungen der Farben und zeige euch einfach, was zusammenpasst. Ich muss mich übrigens für meinen Tisch entschuldigen. Der hat schon einige Kratzer abbekommen. Das ist eben, wie gesagt, so ein Basteltisch. Und ja, da ist ein bisschen was schon mal passiert. Und jetzt schaut wahrscheinlich jeder drauf, wo ich euch darauf aufmerksam gemacht habe. Egal. Weiter geht's mit dieser Farbkombi. Die ist etwas frischer. Und zwar ist das Gelb und Blau. Natürlich kann man jetzt bei den Blau- oder auch Gelb-Varianten etwas variieren. Ich habe einfach mal das genommen, was ich eben zu Hause habe. Das wäre jetzt bei mir diese Gelb-Blau-Variante. Ein bisschen krasser ist der Kontrast, wenn man eben ein dunkleres Blau nimmt. Das jetzt hier in der Kamera fast schon wie schwarz wirkt. Es ist aber ein sehr dunkles Blau und passt auch gut zu diesem Gelb. Eine sehr fröhliche Kombination ist diese hier, Rot mit Pink. Eine Kombi, wo man sich vielleicht oftmals denkt, das passt nicht wirklich zusammen, aber es ist, finde ich, doch recht stimmig und vielleicht vor allem auch für kleine Mädchen etwas oder für größere, jung gebliebene Mädchen. Das hier ist eine Farbkombi, die jetzt mir persönlich recht gut gefällt, nämlich Oliv mit Schwarz. Das ist jetzt ein relativ helles Oliv. Ich hatte leider kein anderes zu Hause, aber es passt auch mit einem hellen Oliv oder wie gesagt mit einem etwas dunkleren Oliv. Und das hier wäre Schwarz. Ist ein bisschen schwer zu erkennen, glaube ich, jetzt in der Kamera. Eine Farbe, mit der ich persönlich jetzt weniger anfangen kann, ist Rosa. Aber ich muss sagen, wenn man es jetzt mit den folgenden Farben kombiniert, dann schaut das Ganze schon anders aus. Vor allem, wenn man das Rosa nicht besonders dominant macht, zum Beispiel bei Streifen, den rosa Streifen einfach weniger breit strickt oder häkelt als die andere Farbe. Gut passt nämlich dazu Dunkelblau oder auch Grau. Und durch diese zwei etwas erwachseneren, dunkleren Farben einfach wird das Rosa gleich ganz anders in Szene gesetzt und verliert so ein bisschen das Mädchenhafte und wird einfach eine Spur cooler. Das ist ein cooles Rosa jetzt. Eine weitere Farbe, mit der ich nicht so viel anfangen kann, ist Pink. Geht natürlich auch so in die rosa Richtung. Aber das Ganze wird wieder eine Spur cooler und für mich tragbarer, wenn man es mit Olivgrün kombiniert. Vielleicht in dem Fall mit einem etwas dunkleren Olivgrün. Aber das schaut schon gleich ganz anders aus. Das hier ist jetzt nicht einfach nur blau, das ist Tintenblau. Es ist etwas ein helleres, kräftiges Blau. Ja, es ist schwer zu beschreiben, aber ich finde, das passt zum Beispiel sehr gut zu solchen Nude-Tönen. Oder wer es etwas kräftiger haben will, könnte auch Violett dazu kombinieren. Oder Pink. Weiter geht's mit dieser Farbe. Ich würde sagen, es ist eine Art zu einem Bärenton. Gibt es natürlich einige Abstufungen, aber die kann man allesamt recht gut mit neutralen Farben kombinieren, weil die ja schon sehr dominant ist. Und zum Beispiel passt da ganz gut Curry oder Kamel. Ich habe jetzt hier eher eine kamelfarbenere Farbe. Curry wäre etwas gelber, also es wäre einiges kräftiger. Oder was auch sehr gut dazu passt, sind einfach cremefarbene Töne. Das ist jetzt eben wie kein reines Weiß, sondern ein Cremeton. Hier haben wir wieder eine kräftige Farbe, ein Orange. Und das wären jetzt eher auffälligere Farbkombinationen, zum Beispiel mit Schwarz.
mit Dunkelblau. Oder die Variante, die mir persönlich jetzt am besten gefällt, wieder mit diesem Oliv. Bin ich übrigens auch gerade dabei, eine Mütze zu stricken. Und ich finde, das passt relativ gut zusammen. Die letzte Farbe wäre jetzt Grün. Es ist ein relativ helles Grün, was ich hier habe. Aber ich hatte leider kein anderes Grün. Und zu Grün passt zum Beispiel Schwarz, Dunkelblau. Mit Weiß wirkt das Ganze sehr frisch und eher sommerlich. Wenn es etwas winterlicher sein soll, dann kann man auf Bordeaux-Rot gehen. Sieht man das? Oder auch mit Grau kombinieren und dann wird das Ganze schon um einiges winterlicher. Vor allem, wenn man ein wenig ein dunkleres Grün wählt als das, was ich jetzt genommen habe. Jo, das wären dann meine Empfehlungen, wie man sich die Farben zusammenstellen kann. Und ich hoffe, es war irgendwas dabei für euch und hat euch etwas weitergeholfen. Und ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag wie immer und viel Spaß beim Stricken und beim Farben aussuchen. Tschüss!